Ein Wimlaster. Da ist ein Koffer drin. Warum ist hier ein Koffer? Was? Das habe ich auch noch nie gesehen. Sag mal, was hat denn der für ein Problem? Wie schießt der auch auf den Vertibird? Und abwärts. So, hier muss die Marine-Rüstung sein. Irgendwo wahrscheinlich in dem Container. Ah, den Helm, den habe ich noch nicht. Taktischer Marine-Helm, Marine-Rüstung, Brustteil und Marine-Tauchanzug. Alles mitnehmen. Den Helm hatte ich noch nicht. Was ist das? Floß? Ach nee. So ein... Ich hab gedacht, hier läuft irgendwo ein Meierlog und noch mal... Nee, eigentlich nicht. Okay. Kleidung. Marine-Tauchanzug ist schlechter. Taktischer Marine-Helm. Da wollen wir mal gucken. Ah, gehört wahrscheinlich zum Tauchanzug, ne? Kann ich den unter dem normalen Helm tragen? 10, 10, 10 wäre das. Marine-Rüstung Brustteil 50, 9. Das ist ja besser. Marine-Rüstungshelm. Nee, geht nicht. 19, 19, 10. Gegen 17, 18 und Beweglichkeit und Wahrnehmung 1. Ist eigentlich besser. Ne? Also die 5 Rüstungshelm ist eigentlich besser. Aber der Helm ist zu cool, als dass ich ihn nicht tragen könnte. Der Helm ist zu cool, als dass ich ihn nicht tragen könnte, ganz ehrlich. Der erinnert mich sowas von an Metro 2033. Sehr gutes Spiel, habe ich letztens gehabt. Aber, um mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Was bin ich denn für ein Schlitzohr? Jetzt wird dir klar, was für ein gewaltiger Fehler das war. So, was zur Hölle ist dein Problem? Das ist nur die Bruderschaft. Mehr ist das nicht. Das ist nur die Bruderschaft des Stahls. Die sind nur hier, um Synths zu töten. Hast du was dagegen? Hast du was dagegen, wenn Leute Synths töten? Weil dann haben wir beide nämlich ein Problem, Longfellow. Und zwar ein gewaltiges. Ach, da darf ich ja noch gar nicht hin, ne? Die wollen ja Arcadia angreifen, das will ich ja noch gar nicht machen. Ja, genau. Ja, da heißt, wir müssen an denen vorbeischwimmen. Oder vorbeigehen. Ne, er hat kein Problem mit dem Vertibird. Er hat mit irgendwas anderes ein Problem gehabt. Ganz, ganz komisch. Vielleicht mit demselben Ding, um das der Vertibird die ganze Zeit rumkreist. Und ab und zu feuert. Fische! Schon wieder. Ich bin gerade am Ding. Ich konnte nichts machen. Aber ich habe sie gesehen, als ich dran gegangen bin. So, wie sieht's aus?
Oh ne, nichts gekrüppelt. Der Kopf ein bisschen verletzt, aber das war's. Damit kann ich leben. Sag mal, was ist denn da schon wieder los? Wir sind hier nicht allein. Wie kommst du denn darauf? Sehr schön. Mal unsere Munition sehen. 14 Schuss habe ich noch. Hier ist jemand oder etwas. Ja, aber wo? Ich dachte. Hoffentlich wieder so ein guter Nein. Ja, perfekt. Was macht's? Fuck, den habe ich ganz vergessen. Oh, ich wusste, hier war ich schon mal und ich wusste, ich hab's aus irgendeinem Grund nicht. Den habe ich komplett vergessen, den Typen. Oh. Den habe ich komplett vergessen. Ich wusste, da war irgendwas. Ich wusste, hier waren wir schon mal und ich wusste, da war irgendwas, aber ich habe komplett vergessen, dass da ein Typ mit Fatman war. Scheiße. Wo habe ich gespeichert? Bei Dimas Arsenal. Das heißt, wir dürfen nochmal ganz kurz die Marinerüstung holen und dann dürfen wir weitergehen. Also so viel haben wir nicht verloren. Jo. So viel haben wir nicht verloren. Also das Haus da vorne nehme ich nicht nochmal auseinander, aber... Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich wusste es. So, Kurzhelm ausrüsten. Der ist zwar eigentlich besser wegen der Wahrnehmung und ne, aber der Schutz ist höher. Und ich wette, ich kann ihn verbessern. Obwohl es wahrscheinlich wieder so einen legendären gibt, der noch besser ist. Keine Ahnung, worauf die schießen, und das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Am Ende ist es nur Longfellow. Ruhelose Pfeilsteller schon wieder, sehr schön. Ja, renn halt kopflos um, ne? Und du genauso. Rockpoint Lager. Mhm. Ach, hier sind noch mehr, die mich nicht entdeckt haben. Ich hab gedacht, die hätten mich schon alle entdeckt. Ah, sieh mal einander. Oh Gott, das sind zwei, okay. Verdammt. Keine Munition mehr, super. Null? Wieso null? Ich hab gedacht, oh fuck. Gut, ich hab zur Not immer die 10 mm. Nein. Oh. Okay. Das hast du dir eingestellt, was?
Deckung. Ich lass den mal da kämpfen. Der sollte damit ja schon eigentlich schon alleine zurechtkommen, oder? Oder eigentlich sollte man meinen. Raketen. Auch nicht schlecht. Night Vision Powerful Assault Rifle. I'll take that. Assault Rifle 7. 143, 95. Okay, gut. Und. Schade. Ich kann diese Raketen leider nicht mitnehmen. Was? Wieso ist denn der jetzt gestorben? Ist er jetzt ertrunken oder was? Das hat jetzt geklappt. Entkommen. Das hat jetzt geklappt. Das ist ja interessant. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Komm, beruhig dich, Kumpel. Warum wollen die sich nie beruhigen, wenn ich ihnen die Möglichkeit dazu gebe? Also, das heißt. Töten! Los, töte! Ja. Wie leben hast du denn noch? Ja. Ewig dauern. Ja. 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 Was bist du eigentlich? Bist du nur noch ein Stumpf oder was ist mit dir? Ah, fuck. Sei vorsichtig. Wer weiß, was da im Wasser lauert. Die Wegfindung von Longfellow ist echt klasse. Das ist mir auch beim Baum aufgefallen. Red weiter. Schnapp's dir. Ist kein Problem. Der hängt ständig irgendwo fest. Weitermachen. Jammerpatronen, Kaliber 50, Schrotpatronen. Gut, ich sammle hier überall Munition, aber es ist nicht die Munition, die ich brauche. Das ist echt nicht gut. Zwölf Schuss noch im Lasergewehr. Null Schuss im Wächter des Aufsehers. Null im Sturmgewehr. Gut, über 700 im 10mm, aber die 10mm macht nur 12 Schaden oder sowas. Die ist echt schwach. Ich glaube, bei der nächsten Siedlung haue ich Waffenhändler rein. Oder bei den nächsten Siedlungen. Kann ich gar nicht, oder? Ich kann gar keine Waffenhändler bauen. Also ich kann gar keine Händler bauen, keine guten. Ich glaube, dafür müsste ich Big Sale. Oder? Oder war das... Ah, nee, lokaler Anführer. Läden und Arbeitsschutz. Doch, Big Sale. Ich glaube, man muss Big Sale erhöhen, um bessere Läden zu bauen zu können. Ich kann Läden bauen, aber Big Sale wäre noch besser. Weil dann wäre es Stufe 4 Läden und nicht nur Stufe 2 oder 3. Noch ein verlassenes Haus. Und eine verlassene Fabrik. Aha, hier hat jemand gefrühstückt. Ja. Ist hier noch was im Kühlschrank oder Fusionszellen? Gut, warum nicht? Warum sollten keine Fusion? Was? Okay.
Ach, da ist dieser blöde Schrein, ne? Diese blöden Mutter. Die Mutter des Atoms. Hier sind doch wieder irgendwelche Gegner, oder? Also wenn hier welche sind, dann sind sie nicht feindselig. Hopp. Ah, fuck, keine Gegner. Firelocks. Da war ja was. Fuck, Munition fehlt. Und ich bin so am Arsch. Stimpak. Munition. Komm, Munition. Irgendwas mit Munition. 7 Schuss. Okay, 7 Schuss ist besser als 0 Schuss. Und ich dachte, dass das eine Herausforderung sein könnte. Willst du mich verarschen? Ja. Herausforderung, bla bla bla. Mach was. Ich habe keine Munition. Das Ding ist überraschend stark. Jetzt nehmen wir die Panzer mit. Wir brauchen 3 Stück. Das Ding ist überraschend stark. Was zur Hölle? Da! Fuck. Augen auf. Da verfolgt uns was. Achso, das ist Forstschutzmittel. Okay, ich hab alle. Das war's, wir können gehen. Komm, gib mir dein Gesicht. Zeig mir dein Gesicht, Baby. Von 3, ja, also umso mehr, umso besser, oder? Umso mehr, umso besser? Ich glaube schon. Wozu sammeln wir die nochmal? Ich hab's vergessen. Ah, klar. Wegen dem Bug. Nee, nicht wegen dem Bug. Doch, Bug, ne? Bug. Wegen der Mauer von Fahaber. Um die auszubauen, brauchen wir Meyerlock-Schalen. Warum auch immer. Ich meine, wir haben ein Schiff, das wir auseinandergenommen haben, um die Mauer zu verstärken. Aber nein, Meyerlock-Schalen sind noch besser. Oder sowas in der Art. Wie viel Schaden macht der? 59? Ich dachte 12 oder sowas. Ich meine, das ist immer noch wenig, aber 59, aber eben besser als gar nichts. Holoband der Familie Husky. Hallo? Luke? Ist das Ding an? Nö, ist aus. Ja, Boss. Aufnahme läuft. Okay, gut. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky. Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Haddock Cove bekannt war. Diese Bänder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten und uns hier was aufzubauen. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand wird uns mehr überraschen können. Bray Husky. Ende der Aufnahme. Guter Plan. Scheiße, wie stellt man das Teil ab? Da sind 1 Million Knöpfe dran. Ach egal, ich zieh einfach den Stecker. Guter Plan, hat leider nicht so gut funktioniert. Braun? Hat leider nicht so gut funktioniert. Eigentlich muss ich gar keinen Kleber mehr sammeln. Aber sag niemals nein zu Kleber. Wir sind hier nicht.
Bess, wo ist er denn? Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Na, achso, schwimmst du gerade? Was? Was willst du? Was bist du denn für ein Mutant? Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wälzern, die ich noch nicht im Kampf befinde. Stalkers Laser Sniper Rifle. Okay. Und ich fühle mich krank. 71, 121. Ray Husky. Das war überraschend gewalttätig für Fallout 4. Und irgendwie musste ich laden am Ende. Oh ja, klar, 308er Patronen, ne? Alter. Ja, das ist ein Sniper. Und ein Gartenzwerg. Alter, der arme Junge. Lebendig gefressen ist auch kein schönes Schicksal. Lebendig gefressen zu werden ist auch kein schönes Schicksal. Autsch! Ah, fuck! Hi! Messerklaue! Oh! 6 von 3. Du willst mich doch verarschen. Komm, zeig mir dein Gesicht. Du willst mich verarschen. Noch ein Schuss. Wetz sei Dank, ganz ehrlich, Wetz sei Dank. 7 von 3. Ich hoffe, die freut sich, wenn wir hier mehr bringen als 3.
So, hier muss irgendwo Marinerüstung sein oder Marinerüstung. Da. Linkes Bein und rechtes Bein. Trägst du führen, kannst nicht mehr rennen. Oh, willst du mich verarschen? Ich meine, eigentlich brauche ich das Zeug nicht. Das ist nicht besser. Aber fuck. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Fuck. So. Also, was habe ich denn momentan? Ich habe ja bei der Brust habe ich mit tiefen Taschen des Inquisitors 49,50,10. Und das wäre. Da. 50,49,10. Aber keine tiefen Taschen. Wo ist noch Fellow? Da. Hey. Hol das. Kann ich ihm das nicht so geben? Hier ist mein Zeug. Müsste gehen, oder? Nein. Das war klar. Das war so klar. Wahrscheinlich wegen der Raketen. Hey, bin ganz hoch. Heb das auf. So gut wie erledigt. Der ist echt schnell. Nimm das. Okay. Schnapp's dir. Gut. Hol das. Ist kein Problem. Heb das auf. Gut. Ich glaube, das war alles, oder? Nun denn. Gut, ich speichere mal ganz kurz. Also das war eine überraschend blutige Geschichte. Die Geschichte der Familie Husky. Aber es war Final Recording, also letzte Aufnahme. Hieß die einfach nur letzte Aufnahme oder gibt es eventuell noch eine zweite? Also wir haben einmal die eine Aufnahme, dann müsste es theoretisch noch irgendeine zweite geben, oder? Also bei dem Namen Final Recording, da denke ich, dass es eine zweite gibt irgendwo. Kinder des Atoms, Kacke. Eine rachsüchtige Kreatur. Die Kinder sind in der Falle. Ein Fremder trifft ein. Ein sicherer Weg. Was? Durch Atom finden wir einen sicheren Weg zum Beobachten. Geschenke vergehen nie. Finden, Weg, vergehen. Was? Eine rachsüchtige Kreatur. Eine rachsüchtige Kreatur treibt den guten Beichtvater fort, um seine Augen Aufgabe in Frage zu stellen. Die Kinder gefangen in einem bröckelnden Haus. Mutter will ihren Schmerz beenden. Mutter will ihren Schmerz beenden. Kinder bröckeln will Schmerz. Auf Atoms Insel ein Fremder erscheint. Sehen wir ein neues Kind? Also, was ist denn das für ein Ort hier? Deacon! Deacon wird wohl wiederbelebt. Genau, es ist wie mit Deacon. Deacon hat mich auch die ganze Zeit belebt. Ah, Deacon. Deacon wurde wiederbelebt und ist zum Kind des Atoms geworden und führt seine Stalkerei fort. Oder sowas in der Art. Oder soll das ein Hinweis auf irgendwas sein? Ein bröckelndes Haus? Da, bröckelnd, ist kaputt.
Irgendwer hat mich beobachtet. Eklig. Ganz ehrlich, das erinnert mich zu sehr an Deacon. Die Kinder des Atoms müssen noch mehr sterben, als sie sowieso schon tun müssen. Einfach, weil sie mich zu sehr an Deacon erinnern. Ja. Eklig. Was macht der Container hier? Oh nee. Was war? Anger! Joa, das war ja super kritisch. Alter, habe ich nichts anderes mehr? Ah, ein guter Wächter. Na toll. Das ist super kritisch. Krits wirken bei denen irgendwie nicht. Na, kann das sein? Ich hasse Angler. Warum nicht? Die brauchen das eh nicht mehr. Ih, Sins Flüchtling. Total auseinandergenommen. Ja, komm. Ja. Natürlich. Und eine Synth-Komponente. Und eine Schere. Komplett auseinandergenommen. Wahrscheinlich von den Anglern. Aber dann nicht gefressen wurden. Sehr seltsam. Vielleicht waren sie gerade dabei und ich habe sie gestört. Das wär's. Oder sie mögen einfach keine Synths. Das kann natürlich auch sein. Ah, noch einer. Weiß, der hat sein Tagebuch bei sich. Aber ich wollte mich noch mal ein bisschen umsehen. Okay. Diverse. Scroll Journal war das. Wenn ich im Kampf bin, muss ich das unbedingt wieder aufräumen. Gekritzeltes Tagebuch. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Wir haben gehört, dass es eine Kolonie für unsere Art gibt und kam vom Festland. Aber irgendetwas an diesem Ort stimmt nicht. Ich kann die Kreaturen draußen im Nebel hören. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, bis... Bis wissen wir nicht. Thank you.
Ich mach einen Bogen um, drumrum. Keine Lust auf Angler. Das ist die Wim Pop-Fabrik, oder? Nee, aber da waren wir schon mal. Da waren wir. Das ist nicht die Wim Pop-Fabrik, aber da waren wir schon mal. Jo, da waren wir schon mal. Natürlich. Natürlich. Zwei Stück gleichzeitig. Ja, übertreib's halt. Hier eine Granate. Hier eine Granate. Drei Stück. Ja, krass, klasse. Hier, Granaten. Nur für euch. Geschenke. Sie leuchten. Nee, sie leuchten nicht. Ah, fuck, keine Munition mehr. Was zu trinken könnte ich wirklich brauchen. Granaten sind sehr effektiv gegen diese blöden Viecher. So, hier müssen irgendwo die nuklearen Start kommen. Munition, Blamco, Mac and Cheese, Bourbon. Ja, warum nicht? Hakamabox, Vorkriegsgeld, eine 44er, Startschlüssel. Ich 17 Schuss, bringt sich. Startschlüssel. Ja. Und 5 Stimpacks. 5 Stimpacks! Meine Güte, nimm doch alle mit. Optional, sprich mit dem hohen Beichtvater. Nein, wenn, dann benutze ich die Startkurs, um die Atomsprengköpfe, also um den Kindern des Atoms ihre Spaltung zu bringen. Wieso hat er die Waffe so komisch? Speak to High Confessor about the Nuclear Launch Gear. Ja, er spricht mit dem hohen Beichtvater über die Atom, über den Atomstart. Genau. Use the launch key to destroy the nucleus. Ja, confront Dreamer, Dima aborted Wind Turbine Kill Switch. Bring down for Harbor's Defenses. Nö, machen wir nicht. Sprich mit Ritter Captain Larsen, müssen wir noch machen. Mit Kazumi reden. Mit Farhaber über Avery's Mord aufklären. Natürlich, das machen wir. Das wird wahrscheinlich den Tod der derzeitigen Captain Avery bedeuten, aber ganz ehrlich, ist mir sowas wahrscheinlich egal. Vielleicht kann ich vorher noch mal mit der anderen Avery reden. Confront Dave Dima about Avery's Murder, das müssen wir auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Das heißt, ich aktiviere das mal. Sonstiges. Okay, sonst haben wir nichts mehr. Gut, Karte. Da wird Leuchtung, da wird irgendein Quarry schon wieder. Da ist die Nucleus. Jo. Die müssen wir zerstören. Also können. Hier oben wäre noch Onkel Ken. Und hier ist Farhaber. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu, wo ist Nick? Bei Longfellows Hütte, ne? Nick ist bei Longfellows Hütte. Das heißt, wir gehen zu Longfellows Hütte, holen Nick. Beziehungsweise wir gehen jetzt dahin zu Onkel Ken. Gehen jetzt zu Onkel Ken. So, das machen wir zuerst. Dann gehen wir zu Longfellows Hütte, holen Nick. Höhlen-Nick. Ja, wir Höhlen-Nick. Eventuell reden wir vorher noch über die ganze Scheiße wie hier. Ja, das machen wir vorher noch. Also wir gehen zu Onkel Ken, dann machen wir das hier in Farbe. Und dann gehen wir zu Longfellows Hütte, holen Nick. Fellows Hütte. Und dann gehen wir nach Arcadia und konfrontieren die mal über die ganzen Sachen. Und dann gehen wir zu Nucleus und sprengen die in die Luft. Weil das machen wir so oder so. Die Kinder des Atoms haben mich damals im Kampf angegriffen, ohne Grund. Die haben zuerst geschossen. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Und ihr wahrscheinlich auch. Jawohl. Und was mich zuerst angreift, was mich abschießt, ohne Grund. Und dann einen auf freundlich macht.
weil ich irgend so eine komische Ghoul-Tussi im Nebel gesehen habe. Und damit droht, alle mit Nuklearsprengköpfen zu bewerfen, weil sie die Spaltung bringen wollen aus irgendeinem fehlgeleiteten Glauben raus. Der verdient... Ja, tolle Nachtsicht. Der verdient meiner Meinung nach einen dezenten Tod. Jawohl. So ganz dezent. So einen leichten Tod. So ein bisschen tot. Ja, nicht vollkommen tot, so ein bisschen tot. Ein Stück weit töten muss man die Kinder des Atoms. Wie gesagt, nicht vollständig, aber ein Stück weit. Was auch immer das bedeuten mag. Da waren wir schon mal drin. Ich erinnere mich.